So, als nächstes probieren wir hier den Ranger. Ich habe vorhin schon Gefechte in der Midway gemacht. Mit mittelmäßigem Erfolg. Also ich habe böse auf die Fresse gekriegt. Was doch nicht so einfach ist von der Steuerung, wie ich mir das gedacht habe. Man muss halt 20 Dinge ja gleichzeitig machen. Flugzeuge waren schon immer etwas schwieriger. Aber die Steuerung, es macht natürlich schon Spaß. Über jeden Flugzeug von rechts nach links, oben nach unten und schneller und langsamer. Man hat mehr Möglichkeiten. Das hat man auch mehr zu tun. Und da können leicht Fehler oder. Nichtsdestotrotz. Probieren wir jetzt mal mit dem Ranger. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum die Ranger auf 6 ist, das ist keine Anzeigefehler. Sondern das pure Absicht von Login. Weil mit diesen neuen Flugzeugen, also so. Unbegrenzten Flugzeuge pro Staffel. Also ich glaube man hatte immer 12. Zumindest 12 bei einem Midway von den Söhnen. Wie viele Flugzeuge wir jetzt bei der Ranger haben, da müsste ich mal eben gleich gucken. Aber das Problem ist, wenn er beziehungsweise das Gute ist, wenn die Flugzeuge abgeschossen sind, ist die Staffel weg. Das heißt aber, ich habe nur eine kurze Cooldown-Zeit für eine komplett neue Staffel und das geht eigentlich bis zum Ende des Gefechts so. Deswegen ist sie von den Flugzeugen her stärker wie auf dem Live-Server, die Ranger, und deswegen ist Wargaming hingegangen und hat die einfach eine Stufe zurückgestuft. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, viele werden natürlich jetzt meckern, wenn sie sagen, jetzt habe ich nur noch einen 6er-Träger. Ja, aber wenn das wirklich so kommt, was ja wirklich, es ist ja nicht sicher, dass es so kommt, es ist ja auch so ein Work in Progress. Aber wenn es annähernd so kommt, wie es jetzt ist, dann werden die guten Leute, also ich sag mal die guten Flugzeugträger fahren, was leider sehr wenig gesät ist hier oder sehr rar. Die werden natürlich ihre Hände voll haben und dann so, boah, hier ist 6er Flugzeug her, total OP. Weil wir jetzt natürlich auch die Möglichkeit haben, hier dem Flak etwas auszuweichen. Also, es ist kein Garant dafür, dass die Flugzeuge alle überleben, Gottes Willen, aber man hat nur ein bisschen Chance dagegen zu lenken. Da bin ich mal auf die Programmierung gespannt. Also hier ist es so, dass ich 4 Flugzeuge pro Staffel habe. Wie gesagt, wenn die Staffel futsch ist, also wenn die 4 Flugzeuge im Arsch sind, dann habe ich hier immer noch die Chancen, die nächste Staffel gleich zu starten. Was die Malifier-Fähigkeit ausgeht, diese Raketenbomber, die ich jetzt gerade gestartet habe, die sind natürlich, ja, die sind etwas komplizierter. Also da habe ich mich vorhin schwer getan. Wie ihr da jetzt seht, habe ich da so ein Fadenkreuz. Da muss ich mein Schiff reinbringen. Ist natürlich mit den Händen nicht ganz so einfach. Aber gib jetzt erstmal ein bisschen Gas und fliege von der Mitte und guck mal, ob ich was finde. Da kommt schon ein Schlammschiff, das werden wir mal vornehmen.
das war schade, weil man dachte, ein Flugzeug wurde und die beim Flugzeug leer war. Ja, so wie es jetzt aussieht, haben die Torpedobomber natürlich auch ein anderes Abwurfsystem hier bekommen, weil da ist jetzt so ein Feind, da habe ich vorher noch gar nicht gesehen. Aber das Interessante sehe ich gerade, jede Flugzeugstaffel hat auch die
Our team has taken the lead. Autopilot mode enabled. Waypoint reached. Destination reached. Das ist natürlich für den Sturzbomber da ein Zerstörungsantrag. Schwierig.
So, wenn man jetzt hier richtig schön sehen kann, ich habe hier jede Menge Flugzeuge verloren. Jede Menge. Aber noch, ich habe immer noch viele von ihren Staffeln, die ich jederzeit starten kann. Battle ends in 5 minutes. Als ihr Nachteil zu der bisher bekannten Flugzeuglängensteuerung. Ich kann immer nur eine Staffel starten. Der Vorteil ist, dass wir den Vorteil sehen, ich kann auch hier in mal mit reinschießen. Da war dann auch so ein Zerstörer ein bisschen schmerzen. Autopilot mode enabled.
schön zu sehen hier. Selbst auf dem Tester waren sie Probleme. Die werden